Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Wir haben beim letzten Mal den Sterncup im 150cc-Modus gemacht und jetzt machen wir hier den Spiegelmodus. Und ich muss euch mal was sagen. Ach ja, stimmt, wir wollten ja einen anderen Charakter nehmen. Wir nehmen jetzt Diddy Kong und Baby Mario im Cocoloco. Ich muss euch sagen, wir haben beim letzten Mal, als wir den Sterncup abgeschlossen haben, nicht den Spezialcup freigespielt, sondern irgendeine andere Scheiße. Ich weiß nicht was. Und das bedeutete für mich, dass ich alles nachspielen musste. Das heißt, ich musste den im 50 CCM von Pilz bis Sterncup alles machen. Ich musste dasselbe nochmal beim 100er machen, um hier den Spezialcup freizuspielen. So, den habe ich jetzt freigespielt. Seitdem sind noch ein paar Tage vergangen, weil ich da ein bisschen gefrustet war. Und jetzt sind wir hier und spielen den Spezialcup, der meiner Meinung nach ziemlich geil drauf ist, Alter. Das ist ein recht cooler Cup. Ich weiß gar nicht, was alle immer haben, wenn sie hier Double Dash abhaten und so. Also ich finde die Strecken hier richtig geil. Und auch viele sind der Meinung gewesen und haben sich bei Mario Kart 8 quasi... Was war das denn? Und haben sich bei Mario Kart 8, Moment. Erstmal wieder... Oh, das war so klar, das war so klar, das war so klar. Viele haben sich für Mario Kart 8 diese Strecke hier als Remake gewünscht. Die kam leider nie. Aber das wahre Kolosseum ist echt schon eine geile Strecke, Alter. Naja, ich weiß auch nicht, ob in Mario Kart 8 für den DLC schon... Natürlich. Natürlich. Ich weiß auch nicht, ob in Mario Kart 8 schon alle Strecken bestätigt worden sind oder schon vorgestellt wurden, aber ich glaube, Alter, die wäre echt geil. Ja, natürlich klaust du mir das Doppel-Item, du kleiner Bastardsohn. Ist das ein Bastard, ey? Weißt du, Offscreen, wenn ich hier Offscreen alles gespielt habe, war ich immer Erster. Und jetzt natürlich hier, wenn die Aufnahme angeht, klappt gar nichts. Logisch. Verpisst euch alle, ihr Mistgeburten, Alter. Ihr scheiß Mistkinder. Was wollt ihr machen, ihr scheiß Hamburger? Ne, wir kommen... Alter, sind die weit weg. Ich hoffe, wir kommen da noch dran. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe keinen Bock, hier alles wieder nachzuspielen. Habe ich keinen Bock drauf. Und das Doofe hier dran ist, hier gibt es nur zwei Runden. Dafür ist die Strecke übertrieben lang. Man fährt hier ungefähr, 1 Minute 20, wenn man sich schlecht anstellt, so wie ich, um hier eine Runde zu beenden. Und ja... Wehe. Und ja. Ich hoffe, dass wir noch dran kommen. Und würdest du bitte den blauen Turbo auswählen, du Bastard? Warum klappt das denn manchmal gar nicht? Willst du mich verarschen, Alter? Weißt du? Ja. Ich habe ja wie verrückt auf dem scheiß Control-Stick rum und es klappt gar nichts. Willst du mich verarschen? Weißt du, wenn die Aufnahme angeht, klappt gar nichts. Willst du mich irgendwie verarschen oder was? So ein Bastard, ey. Regt mich das auf. Weißt du? Oh Mann, ey. Ja, natürlich. Beim Offscreen-Nachspielen klappt alles, weißt du? Das gill ich alles weg. Da habe ich immer 40 Punkte geholt. Und jetzt hier, guckt euch das nochmal an. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Scheiß Mistkinder, Alter. Scheiß Missgeburten. Nee, Alter. Erster werden wir auf keinen Fall. Sag ich jetzt schon mal. Kann ich euch versichern. Wenn wir Glück werden, werden wir noch Dritter. Müssen wir halt gucken, dass wir auf den anderen Strecken glänzen. Und ja, wir werden Dritter. Wenn alles gut klappt, ja. So eine Scheiße, ey. Ich verstehe das nicht. Beim Offscreen-Spielen klappt doch alles. Warum klappt hier nichts? Ich meine, ist ja nicht so, als würde ich mich ja hier weniger konzentrieren oder so. Typisch Aufnahme, Alter. Typisch Aufnahme. Ja, natürlich kriege ich auch nicht den Turbo-Start. Das, was Offscreen immer klappt, ist natürlich hier, ja, keine Ahnung, ne? Ja. Fuck yourself, motherfucker. You don't get the Turbo, bastard. Spastis, ey. Weißt du? Boah, wehe, du bist da runtergefallen. Ohne Scheiß, ich wäre ausgerastet. Ich habe mich schon unten gesehen. Ne, ich habe Offscreen sogar meinen Skill so richtig verbessert. Ich... Ja. Offscreen habe ich das Drift neu erfunden und jetzt hier, ey, guck dich das doch mal an. Ich falle an den unnötigsten Stellen runter, ist das eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob das am 150 CCM-Modus liegt, weil es hier schwerer ist und schneller. Ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich fahre ich da rein, du Bastard. Verpisst euch doch alle, ihr Mistkinder. Natürlich, ich wette mit euch, gleich werden wir von dieser Green Shell getroffen, 100 Pro. Ja, natürlich. Natürlich wird in dem Moment, wo ich die Red Shell abfeuere... Ja, ist okay. Naja. Weißt du?
Was für ein Pech kann ich denn haben? Gerade in dem Moment, wo ich die Ratchet vor ihm abfeuere, macht der seine scheiß Feuerbälle und backspammt die. Bastard. Streng dich doch mal an, du Wichser, ey. Alter, mach keinen Scheiß. Weißt du, ich... Alter, mach keine Scheiß mit mir. Weißt du, offscreen war das so. Ich habe immer so 20 Sekunden Abstände rausgefahren. Sei es jetzt im 20 und im 100er, im 50 und im 100er CCM-Modus gewesen, weißt du? Und jetzt hier klappt gar nichts. Ja, natürlich, der Blitz kommt. Wir fahren dann nach dem Blitz ins Item rein und es wird natürlich nicht gezählt. Und natürlich werden wir jetzt überholt. Klar, logisch. Macht Sinn. Ja. Macht natürlich vollkommen Sinn. Ne, also hier lasse ich das Driften besser. Ich habe keinen Bock, hier runterzufallen. Piss dich, piss dich! Meine Fresse, Alter. Geh mir nicht so auf... Piss! Du kleiner Hurensohn! Weil wir wieder ein... um einen Pixel wieder zu weit da waren. Ist das dein Ernst? Ach, keine Scheiße hier jetzt. Wehe, Alter. Wehe. Wehe, ich werde jetzt Zweiter oder so. Wehe. Kleiner Hurensohn, ey. Was für eine unverdiente Scheiße. Natürlich, weil ich um einen Pixel neben dem Wasserfall stand, wurde ich hochgezogen. Es ist ja nicht so, als wäre ich komplett mitten reingefahren oder so. Nein. Meine Fresse. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Platzierung geachtet, aber passt schon. Wir werden das schon schaffen. Auch wenn ich mich hier so aufrege, ich finde eigentlich diesen Spezialcup mega gelungen. Der hat eigentlich voll die geilen Strecken. Jede Strecke macht irgendwie Bock. Das Dino-Dino-Land für mich jetzt am wenigsten und das Regenbogen-Boulevard hasse ich sowieso am meisten, aber... Ja, natürlich. Ja, ja, ich sollte vielleicht immer nur backspammen, dann passiert auch so eine Scheiße nicht. Weißt du, klar, ich hab hier so auch meine zwei Hassstrecken, so hier. Regenbogen-Boulevard, weil ich da immer runterfalle. Da hab ich auch am meisten Angst vor. Und, das Dino-Dino-Land. Ansonsten... Jo, macht Sinn. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Ja, ja. Er legt die so hin, dass ich runterfalle. Ist okay. Ja, ja. Was kann ich... Wie viel Pech kann ich eigentlich nur haben? Wie viel Pech kann ich eigentlich haben? Kannst du mir das mal erzählen? Was eine Scheiße, ey. Es gibt hier eine Abkürzung. Ja, natürlich fahre ich da rein. Ja, ja. Es gibt hier eine Abkürzung. Die werde ich euch aber gleich noch zeigen, weil ich hatte jetzt keine Angst. Keinen Bock... da reinzufahren bei diesem scheiß Feuer. Naja, aber nochmal zu den Cups. Oder zu diesem Cup hier speziell. Ich finde, am besten gelungen ist diese Strecke hier. Dann kommt das Wario-Kolosseum, dann kommt das Dino-Dino, der Dino-Dino-Dschungel und dann kommt Regenbogen-Boulevard. Danke für den Schlachi. Naja, Alter, ey. Der Regenbogen-Boulevard, natürlich fahre ich da rein. Natürlich kriege ich auch deswegen das Item nicht. Ist natürlich vollkommen logisch. Weil beim Regenbogen-Boulevard sind nur Geschwindigkeitsstreifen und du kannst da so leicht runterfallen. Das ist mega ekelhaft. Ja, ich meine, ich bin da komplett daran vorbeigedriftet, aber sonst ist alles okay. Natürlich! Ich wollte gerade in dem Moment, wollte ich die Ratchet abtreffen. Oder abschießen. Und dann trifft das nicht. Natürlich, dann kommt natürlich der Blitz. Ist natürlich vollkommen logisch. Das regt mich so auf, Mann. Warum habe ich immer so ein Pech? Ist das dein Ernst, Mann? Ist das dein Ernst? Liegt das an meinem Skill oder so? Liegt das an meinem Skill? Kann ich da irgendwas für, so? Was eine Scheiße, ey. Ohne Scheiß, das... Ich habe gerade so keinen Bock mehr auf das Spiel, ey. Genau wegen dieser Scheiße. Weil hier gerade wieder alles passiert, was mir die Laune versaut. Ich habe eben so viel nachgespielt und es hat einfach Bock gemacht, weil ich einfach nur immer Erster war und so. Weil nichts passiert ist und jetzt hier kommt alle Scheiße beisammen. Ja, ja, natürlich. Fick dich. Ja, natürlich fahre ich da gegen die Wand. Ist okay. Ist okay, Bastard. Ey, ich sag euch eins, wenn ich das hier nachspielen muss, dann habe ich keinen Bock mehr, ey. Dann breche ich das Let's Play instant ab. Hab ich die Schnauze voll. Ich meine, ich kann im Endeffekt auch nichts machen, als hier so skillig zu fahren wie möglich. Aber wenn mir das hier verwehrt wird und so, wenn ich hier gar nicht zu meinem Skill komme, was kann ich denn dann dafür so? Meine Fresse, Alter. Ja, natürlich lag da eine Banane, die ich natürlich nicht sehen konnte, aber natürlich da reingefahren bin. Ist okay.
Ich hätte auch gern mal jetzt so eine Dreier Red Shell. Natürlich fahre ich da rein. Ja, ja, ja. Und natürlich werden wir Zweiter. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Ja, ja. Ja, ist okay. Ja, ja, macht Spaß. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Beurteilt selber, ob ich das selber schuld bin. Ob das aber in meinem Skill liegt. Ob ich schlecht bin oder so. Okay, es stand Gleichstand. Ist mir egal. Trotzdem. Jetzt kommt sowieso die Hassstrecke des Todes bei mir. Gucken, ob das was wird. Ich werde ja bestimmt wieder von allen runtergeschubst. Jo. Wäre fast passiert. Gerade spreche ich es aus. Ne? Und das ist sowieso die ekelhafteste. Die ekelhafteste Passage war auch das hier, gerade eben mit dem Drift. Wenn du Pech hast, fällst du da runter, weil du nicht richtig gedriftet hast. Natürlich werden wir getroffen. Ich meine, ich habe da gerade eben eine Banane hingelegt, aber sonst ist alles okay. So, und jetzt gilt die Devise, nicht runterfallen. Ist mir egal, ob ich dadurch... Ja. Ja, 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 ja. Natürlich fahre ich da runter. Ja, ja. Das kann man auch zum Teil der Steuerung verdanken, weil die Steuerung ist hier echt nicht so Bombe in dem Spiel. Alter. Zum Beispiel drifte ich und es wird nicht als Drift gewertet. Das passiert bei mir so oft, dass ich dann versuche zu driften und dann drifte ich in die falsche Richtung oder sonst was. Das regt mich auch manchmal auf. Na, wir sind auf jeden Fall dran. Das sind auch unsere direkten Verfolger. Die haben auch 24 Punkte. Bowser und Birdo. Von daher müssen wir gucken, dass wir die jetzt auf jeden Fall abschütteln. Okay, wir haben einen Stern. Einen Pilz. Stern. Stern wäre schön. Was war das denn jetzt? Kam der von denen? Pisst euch! Man sollte hier immer so früh wie möglich anfangen zu driften, damit man nicht rausfällt. Dankeschön. Das meinte ich immer, immer so früh wie möglich anfangen zu driften, dann passiert sowas nicht. Erst recht. Dann passiert sowas erst gar nicht. So, ich muss jetzt hoffen, dass ich hier nicht runterfalle. Ich werde auch dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr driften. Weil ich einfach keinen Bock habe, runterzufallen, weil das verbraucht mehr Zeit. Alter. Das verbraucht mehr Zeit, als ich im Endeffekt dann gut mache durch die Drifts. Ich habe da keinen Bock darauf, dass du verkacken und da ist ein Stern. Eiskalt. Eiskalt angesammelt, ja. Alter. Alter, mach keinen Scheiß mit mir. Ja, da sieht man's. Hier auf dieser Strecke bekommt man Sterne spendiert, weil dort Sterne natürlich auf der Strecke landen. Wow, war das knapp. Und ja. Ich finde, ich meister die Strecke recht gut, bis zu dieser Drift-Passage halt. Also, ich habe doch gebackspammt. Und ich wette mit euch, da werde ich gleich reinfahren in die... Ich werde gleich in die Green Shell auf jeden Fall reinfahren. Aus irgendeinem Grund, auch wenn die runterfällt, ich fahre auf jeden Fall rein. Aus irgendeinem Grund werde ich da reinfahren. Naja. Und wie gesagt, das hier ist die ekelhafteste Stelle und dann kommt gleich noch die ekelhafteste Stelle mit dem Driften. Dann werde ich erst recht nicht driften bei diesem Parcours oder bei diesem Abschnitt. Oh, natürlich sehe ich das nicht. Ich werde zwar versuchen, hier den Turbo mitzunehmen, aber beim besten Willen werde ich hier nicht driften. Da habe ich keinen Bock drauf. Nope. Klappt doch auch so. Ich meine, hier kann ich ja versuchen zu driften, das ist ja kein Problem. Hier kann man immer gegenlenken und so und gegendriften, das ist kein Problem. Aber ansonsten habe ich da echt Schiss. Und wenn jetzt keine Blue Shell kommt, war es das mit uns und wir hätten jetzt den ersten Platz. Fände ich cool, wenn das eintreffen würde. Wenn wir Glück haben, würde uns Bowser werden die beiden sogar überholt. Das wäre auch cool. Auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den ersten Platz. Ich danke dir. War zwar grottig gefahren, oder... Finde ich nicht. Ich bin genauso gefahren wie immer. Eigentlich habe ich nichts falsch gemacht. Nur wenn dann das Spiel meint, das müsste mir 1000 Steine in den Weg legen, um nicht Erster zu werden, denke ich mir jetzt, fuck you. Ich habe es trotzdem geschafft. Mit erhobenem Zeigefinger fiss dich deinen Arsch, du Bastard. Gut. Jetzt kommt der Abspann, den werde ich aber... Ich denke, skippen, aus dem einfachen Grunde, weil ich jetzt noch gar kein Fazit abgeben möchte. Das kommt dann ganz am Ende des Let's Plays, denn wir sind noch lange nicht fertig mit dem Spiel, wie man sich das denken kann. Danke fürs Spielen!
Gerne doch, du. Piep! Es wurde ein Goldpokal errungen. Meisterschaft wurde zum Grand Prix hinzugefügt. Leute, der nächste Part wird ein rekordlanger Part auf meinem Kanal, würde ich sagen, denn er wird so ungefähr 50 Minuten gehen oder 40, 45 Minuten. Denn die Meisterschaft hat den folgenden Effekt, dass man alle Strecken aus Mario Kart Double Dash hintereinander fährt. Das heißt, man fängt, ja, man fährt 16 Strecken. Oder war das, ja, das waren 16, ne? Ja, genau. Man fährt 16 Strecken hintereinander und das kann sich ziehen wie Kaugummi. Und von daher gesehen werde ich auch wahrscheinlich zum nächsten Mal ein Part, ein Gast im Part haben. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und der Part hat euch gefallen und so weiter und so fort. Also, bis dahin, haut rein, ciao.